Das ist der offizielle Bescheid, Herr Bürgermeister. Damit ist es jetzt auch wirklich offiziell. Der Hessentag 2018 geht nach Korbach. Die frohe Botschaft verbreitet sich in der nordhessischen Hansestadt rasend schnell. Super. Ich freue mich. Es hilft dem Bekanntheitsgrad von Korbach. Dann ist endlich mal wieder ein bisschen was in Korbach los. Korbach ist ja eigentlich ja zum Einschlafen. Korbach freut sich und im Rathaus wird schon fleißig geplant. Parkplätze im Außenbereich, Landesausstellung, Festzelt. Bürgermeister Klaus Friedrich und sein Hessentagsbeauftragter wollen es noch besser machen als 1997 beim ersten Hessentag in Korbach. Schon damals hat sich die Stadt für das Landesfest rausgeputzt. Auch diesmal ist die Wunschliste der Kommune lang. Mit den Fördermitteln des Landes will Korbach sein Image und vor allem auch die Innenstadt aufpolieren. Ein neues Rathaus oder eine modernere Fußgängerzone soll her. Doch seit Freitag steht fest, Korbach bekommt weniger Geld als erwartet. Die Landesregierung kürzt die Zuschüsse. 10 Millionen Euro gibt es nur noch bis 2017. Danach wird schrittweise gespart. Korbach muss sich mit 9 Millionen Euro zufrieden geben. Die nächste Hessentagsstadt mit 8,5 Millionen. Geld kann man nie genug haben, aber ich glaube, durch die Gesamtfinanzierung des Gesamtpaketes ist das Thema Hessentag auf einem guten Weg und ist für eine Gemeinde eine Chance und keine Risikobelastung, sondern das Gegenteil ist der Fall, Aufbruch, Impulsgebung, das sind die Dinge, die wirklich nachhaltig wirken dürfen. Der Hessentag sei ein überteuertes Landesfest, findet dagegen der Steuerzahlerbund. Ein Sparplan auf Raten reiche hier nicht aus, er fordert größere Reformschritte. Dass man zum Beispiel den Hessentag alle 2 Jahre stattfinden lässt oder kürzt auf 3 Tage, wie in anderen Bundesländern auch. Im Endeffekt zahlt natürlich der Steuerzahler für diese Sause, an der natürlich nicht nur Hessen teilnehmen, sondern auch andere Bürger aus der Bundesrepublik. Die Erfahrung zeigt, viele Hessentagsstädte machen miese. Zuletzt Hofgeismar mit einem Defizit von 1,7 Millionen Euro. Der Bürgermeister spricht dennoch von einem Gewinn für die Stadt. Das, was der Hessentag uns für einen Nutzen gebracht hat, auch für einen Imagegewinn, ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Hofgeismar hat wirklich eine Aufbruchstimmung durch den Hessentag erlebt. Es passiert im Moment im kulturellen Bereich sehr viel. Und das gilt es jetzt am Lodern zu halten, um dieses Feuer auch weiterzutragen. Hofgeismar ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Auch Korbach hofft jetzt auf ein Sommermärchen mit dem Hessentag 2018.